Heute habe ich für euch zwei gute Nachrichten. Zwei richtig gute Nachrichten für alle Besitzer von Merry Beach. Erstens, heute einfach beautiful. Es ist so heiß. Jetzt ist der Hochsommer da. Man kann nach Bulgarien kommen und Sonne und richtig braun werden. Und die zweite gute Nachricht ist, tada! Der Pool wird mit Wasser gefüllt. Es ist jetzt schon ein bisschen Wasser da. Es wird überprüft. Tada, schaut euch das mal an. Jetzt können wir endlich baden. Jetzt, irgendwann mal ist es immer soweit. Man wartet auf etwas und dann kommt es. Also ab morgen ist der Pool bei Merry Beach gefüllt. Und der Strand ist auch voll, die Menschen baden. Falls übrigens die Menschen fragen mich, Irina, wo sind die ganzen Menschen? Ich sehe keinen, sind da überhaupt Leute in Bulgarien? Die Menschen sind da, meine Lieben. Nur denkt bitte daran, nicht jeder möchte gefilmt werden, wie er nackig, also halb nackig am Strand liegt. Das würde ich auch nicht haben wollen. Deshalb filme ich die Menschen nicht, wegen Datenschutz. Und deshalb nehme ich immer die Zeit, wo keine Menschen da sind, und dann mache ich die Videos. So, die Menschen sind da, die baden, seht ihr? Die liegen auch am Strand, die Strände sind gefüllt, die Restaurants sind Hammer. So, die Grenze nach Türkei war gestern auch voll. Die Touristen sind da, die Restaurants sind überfüllt. Wenn du keinen Platz reserviert hast, dann sollst du warten oder irgendwo hingehen, wo du was zum Essen bekommst. Im positiven Sinne, ja. Es ist so, wie es ist. Also wie ihr seht, die Restaurants sind voll. Es gibt kaum Platz. Es sei denn, man reserviert es. Pasa de tu lado la ropa.
Casa de la Bomba, estás cosa linda, cosa mona. Sube, sube, que la bomba va dando media vuelta, otra vuelta más. Está en la esquina, nena, dame más. Thank you.